Moin Leute, willkommen in Buhland. Im heutigen Video geht es um das Thema Amazfit-Geräte und auch Xiaomi-Geräte. Ich habe ja das ein oder andere Xiaomi- und Amazfit-Gerät in der Zeit getestet und da kamen immer wieder mal Fragen auf und da wollte ich jetzt einfach mal so ein paar Punkte klarstellen. Also erstmal zum Hintergrund, Xiaomi und Amazfit, beziehungsweise die Firma dahinter Huami, sind jetzt nicht die gleichen Firma, trotzdem produziert Huami sozusagen für Xiaomi die ganzen Wearables. Nichtsdestotrotz gibt es, sage ich mal, das Amazfit-Label, ne? Und das ist sozusagen die Eigenproduktion von Huami im Vergleich zu den Mi-Bändern von Xiaomi, ne? Also nur so im Hinterkopf, aber im Prinzip ist es mehr oder weniger dieselbe Fabrik, wo das Ganze rauskommt. So, was gibt es da jetzt zu beachten? Jetzt ist es so, wenn ihr so ein Mi-Band immer im Einsatz hattet, dann habt ihr wahrscheinlich auch die Xiaomi Mi Fit App bei euch auf dem Smartphone, Tablet, wo auch immer. Und darüber laufen ja normalerweise die Pairing-Vorgänge, was diese ganzen Mi-Bänder angeht. Das funktioniert natürlich jetzt nicht nur bei Mi Band 1, 2 und 3, ne, sondern halt auch bei gewissen Amazfit-Geräten, zum Beispiel der Amazfit Bip oder auch der Amazfit Core, die meine Frau jetzt gerade im Einsatz hat, die könnt ihr auch über die Mi Fit App pairen. Da braucht ihr nicht die Amazfit Watch App. So, spätestens aber, wenn ihr, sag ich mal, auf einem Smartwatch-Niveau seid, ne, wie jetzt bei der Amazfit Verge zum Beispiel, bei der Pace, bei der Stratos, wie sie alle heißen, da benötigt ihr auf jeden Fall die Amazfit Watch App. Ne? Mi Fit für Wearables, Watch App für Smartwatches. Haltet das mal so im Hinterkopf. Wenn ihr in der Mi Fit App seid, könnt ihr da zwar trotzdem irgendwie diese Smartwatches auswählen, aber in der Mi Fit selber, also in der App selber, möchte er dann natürlich erstmal die Amazfit Watch App installieren, falls es nicht installiert ist. Die lädt er dann, glaube ich, auch von irgendeinem China-Server runter. Das ist nämlich dann auch irgendwie die aktuellste Version 2.6.10, also unter Android. Wenn ihr das manuell aus dem Google Play Store runterladet, da seid ihr bei der Version 2.6.7. Da sind ein paar Bugfixes dahinter, aber prinzipiell macht das jetzt keinen großen Unterschied. So, was ihr noch berücksichtigen solltet, bei der Mi Fit App muss man sich ja anmelden, braucht man einen Mi-Account. So, jetzt ist es so, bei der Amazfit Watch App muss man sich auch anmelden. Da kann man sich neu registrieren oder man kann seinen bestehenden Mi-Account benutzen, den man auch für seine Mi Fit App nutzt. Das ist später, wenn man Daten synchronisieren will, ganz wichtig, aber da kommen wir später noch drauf. Auf jeden Fall, wenn ihr euch dann sozusagen in der Amazfit Watch App angemeldet habt, dann könnt ihr dort eure Smartwatches, wie zum Beispiel diese Verge hier, registrieren. Also nicht registrieren, sondern koppeln. So, und dann könnt ihr die auch wirklich nutzen mit eurem Smartphone und eurem Tablet oder wo auch immer ihr das gepairt habt. So, was jetzt natürlich wichtig ist, es gibt ja viele Leute, die haben jetzt halt seit Jahrzehnten, seit Jahren, ein Mi Band im Einsatz gehabt und haben ihre ganzen Sport- und Fitnessdaten in der Mi Fit App drin. So. Die werdet ihr in der Amazfit Watch App definitiv nicht finden und die werdet ihr auch dort nicht reinbekommen. Das ist eine komplett eigene Baustelle, wird nicht funktionieren. Ihr habt aber trotz allem den Vorteil, also nicht den Vorteil, ihr habt die Möglichkeit, einen Vorteil will ich es jetzt nicht nennen, von eure ganzen Sachen, die ihr bei der Amazfit Watch App trackt, also bei der Amazfit Verge zum Beispiel, werden die ganzen Daten gehen erstmal in die Amazfit Watch App und da habt ihr die Möglichkeit, diese Daten in die Mi Fit App reinzubekommen. Wenn man jetzt die internationale Version von diesen Smartwatches, dann kann man zwar noch irgendwie Strava koppeln, aber da kann man im Prinzip nur seine Aktivitäten hin übertragen. Ansonsten hat man keinerlei Möglichkeiten, aus der Amazfit Watch App Daten in irgendeine andere App zu synchronisieren. So, wie gesagt, wenn ihr denselben Mi-Account genutzt habt für Mi Fit als auch für die Amazfit Watch, dann funktioniert das, dass sozusagen aus der Amazfit Watch App die Daten zu Mi Fit synchronisiert werden. Auch nicht alle, die Schritte werden synchronisiert. Der Schlaf wird synchronisiert und auch die Aktivitäten werden synchronisiert. Eure Pulsdaten bekommt ihr von der Amazfit Watch App nicht in die Mi Fit App rein. Es gibt zwar noch irgendwie irgendwelche Third-Party-Tools, mit denen man diese Daten dann irgendwie rüberschieben kann. Die sind dann meistens kostenpflichtig, da möchte ich aber auch gar nicht drauf eingehen, weil ich die jetzt nicht im Detail ausprobiert habe. So, und wenn ihr dann in der Mi Fit App eure Daten habt, habt ihr den Vorteil, dass ihr von dort die Daten zum Beispiel bei Google Fit synchronisieren könnt. Das kann man ja als Amazfit Watch App nicht machen, aber in der Mi Fit App ist das standardmäßig drin, diese Schnittstelle, und deswegen kann man da relativ bequem seine Daten zu Google Fit synchronisieren. Und das mache ich auch, weil wenn ich dann halt mal doch mal eine Wear OS App habe oder sowas oder eine Samsung eine Galaxy Watch, eine Smartwatch, ein anderes Fitnessband, dann versuche ich das alles immer in meinen Google Fit Account zu sammeln, damit das an einer Stelle ist. So, das funktioniert wie gesagt aus Mi Fit, aus Amazfit Watch App nicht. Ja, das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Und wenn ihr doch irgendwie dann
auch so Pulsdaten zu Google Fit synchronisieren, braucht ihr auch für die Mi Fit Geschichte dann wie eine extra eine App, damit das funktioniert. Ja, ich benutze das jetzt und an der Stelle noch der Hinweis, wenn ihr das wirklich synchronisieren wollt von Amazfit Watch App zu Mi Fit App, dann ist es wichtig, dass ihr in der Mi Fit App, wo ihr seid, dann kann man ja unter Profil, da seht ihr jetzt hier, da ist eine Amazfit Smartwatch gepairt. Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Der eigentliche Pairing-Vorgang zwischen Smartphone und Amazfit Smartwatch findet in der Amazfit Watch App statt. Trotzdem müsst ihr in die Mi Fit App reingehen und hier sozusagen nochmal ein Gerät hinzufügen und dann das nochmal pairen. Es ist zwar nur ein Klick und das Ding wird auch nur innerhalb von ein paar Sekunden sofort angezeigt. Die eigentliche Datensynchronisation zwischen Band und Gerät erfolgt auf jeden Fall über die Amazfit Watch App. Habt das mal im Hinterkopf. Also die werdet ihr auch weiterhin benötigen, wenn ihr eine Amazfit Smartwatch nutzt. Ja, viel mehr möchte ich dazu einfach nicht sagen. Das ist ein sehr komplexes und kompliziertes Thema und gerade wenn man seine Daten woanders hin synchronisieren will, dann ist das etwas schwierig und mir wäre es auch lieber, wenn man das einfach alles nur mit der Mi Fit App machen kann, aber es ist leider so, wie es ist und das kann man jetzt nicht ändern. Wenn ihr Fragen habt, postet die auf jeden Fall in die Kommentare, da können wir uns auf jeden Fall austauschen, weil ich denke, dieses Thema werden doch einige Leute interessieren, wenn ich mir so die verschiedenen Foren anschaue, Reddit und Co., wo da über diese Fragen gestellt werden. Das beschäftigt schon viele Leute und so. Ganz trivial ist das nicht, was Xiaomi und Amazfit da, also und Huami da gemacht haben. Ja, ansonsten folgt mich gerne bei Instagram, Facebook und Co., dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, was ich demnächst so geplant habe. Euch noch einen schönen Tag, bis die Tage, macht's gut, ciao, ciao.